Ich habe selten einen solchen Menschen kennengelernt wie den Kinder- und Jugendarzt Dr. Wolfgang Scheel. Wolfgang hat zum einen eine unglaublich positive Ausstrahlung, die auch ganz schnell sich auf seine Patienten abfärbt. Also du gehst da unten mit deinem Kind zur Praxis rein, bist in einem Zustand vielleicht erschöpft und ein bisschen mutlos und du verlässt die Praxis mit deinem Kind mit großer Sicherheit in einem ganz anderen Zustand. Du bist gestärkt, motiviert, voller Zuversicht und auch voller Selbstbewusstsein. Etwas anderes, was ich an Wolfgang sehr schätze, ist seine Sichtweise von Gesundheit und Krankheit. Zum einen, weil in dieser Sichtweise kein Platz für Angst ist. Zum anderen, weil für ihn in dieser Sichtweise Krankheit kein Schicksal ist, dem wir hilflos ausgeliefert sind. Was wiederum bedeutet, wenn wir krank sind, dann können wir unsere Gesundheit eigenverantwortlich und aktiv selbst in die Hand nehmen. Und er lässt uns natürlich mit dieser Eigenverantwortung, mit dieser Verantwortung für unsere eigene Gesundheit nicht allein, sondern er nimmt uns da auch an die Hand und zeigt uns, was es bedeutet, also wie wir wieder gesund werden können oder wie wir auch gar nicht erst krank werden. Und das ist alles absolut kein Hexenwerk. Und genau wegen seiner positiven Einstellung und wegen seiner mutmachenden, stärkenden Sicht auf die Dinge haben wir Wolfgang gefragt, sag mal, kannst du nicht für uns einen Mutmachvortrag machen? Für uns und für euch da draußen. Einfach weil wir gedacht haben, was können die Menschen, was können wir jetzt gebrauchen in dieser seltsamen Zeit mit diesem Wahnsinns-Corona-Gedöns die ganze Zeit. Ja, was können wir gebrauchen? Ein bisschen mehr Mut und Zuversicht, oder? Und Wolfgang hat ja gesagt. Herausgekommen ist ein kurzweiliger Vortrag, in dem es um ganz viele Themen geht, um Gesundheit, um Menschlichkeit, um Mut, um Freiheit, um Selbstbestimmtheit und um vieles mehr. Und es ist sozusagen ein Dr. Scheel Medley geworden. Mit einer, lass es mich so ausdrücken, mit einer sehr, sehr hohen Informationsdichte. Du wirst gleich sehen, was ich damit meine. Viel Spaß. Ein herzliches Dankeschön an Christian, dass er mich eingeladen hat zu diesen Äußerungen. Wenn man Christ sein heißt, das ist ja ein Geschenk des Himmels. Also, und dann hier noch eingeladen sein an einem Sonntag. Also, ich bin hierher gefahren, die Welt war wie im Paradies, eine Ruhe und Gelassenheit. Und die Erde hat sich inzwischen erholt. Warum? Weil die Menschen aufgehört haben, von früh bis abend sie zu belasten. Ich möchte Ihnen als erstes gratulieren. Allerherzlichsten Glückwunsch. Sie sind ein Siegertyp. Haben Sie das gewusst? Vielleicht nicht, aber es ist so. Sie wollten auf die Welt kommen, musste bei Ihrer Mutter eine Eizelle befruchtet werden, gab 250 Millionen Mitbewerber. Wow, Glückwunsch. Und Sie haben sich durchgesetzt. Wenn man das geschafft hat, ist alles andere ein Kinderspiel. Und Sie sind auch ein Wunderwerk. Wir vergessen das nur. Wenn Menschen schwer krank waren und gesund werden, da schreibt man, Aua, das sind Wunder geschehen, die geschehen ständig. Sie müssen die Wunder nur geschehen lassen. Und dann sind sie auf die Welt gekommen, um sich zu entwickeln. Und die meisten Menschen wollen, dass es ihnen nur gut geht und wollen sich durchs Leben mogeln. Ich denke, das, was uns geschieht an Problemen, an Krankheiten, haben wir selbst gewollt. Wir, weil wir daran reifen wollen, uns entwickeln wollen. Also vergessen Sie es, Sie sind nie Opfer von irgendetwas. Sie sind immer eigentlich der Gewinner von allen Situationen, weil sie das, was sie wollen und was sie an Problemen und Aufgaben und Krankheiten erleben, eine Chance ist, um sich dann zu entwickeln. Und was sie jetzt gerade erleben auf dieser Welt, ist einfach unglaublich toll. Sie werden sich wundern, dass ich das meine, aber ich meine das ernst. Wir erleben jetzt einen Wandel von einer weniger tollen Zeit des Kapitalismus in eine bessere Zeit, in eine Zeit eines hohen Bewusstseins, einer Zeit der Liebe, der Gerechtigkeit, der Glückseligkeit. Und deshalb sind wir gekommen. Wir wollen es eigentlich selbst erkennen und wollen es selbst verwirklichen. Und jeder Mensch, in jedem Mensch steckt der pure Engel. Und der Engel ist dazu da, dazu beizutragen, dass die Welt sich weiterentwickelt. Wenn ich mein Leben, meine 71 Jahre rückvollziehe, da habe ich sehr, sehr viel Leid erlebt. Und das hat mich dahin gebracht, wo ich bin. Als ich bei der Armee war, wurde mich gefragt, ob ich, mein Vater hat in Westdeutschland gelebt, im Falle eines Krieges zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, eventuell auch mal auf meinen Vater schießen würde. Die Frage war ja sowas von abartig. Natürlich habe ich die mit Nein beantwortet. Das können Sie sich vorstellen, die anderthalb Jahre bei der Armee waren für mich die Hölle, da ich ein ganz böser Mensch bin. Während des Studiums dann, da gab es Professoren, die die Studenten schikaniert haben. Und ich war
Studienjahrssekretär und habe die Patienten, Kommilitonen geschützt vor diesen Professoren. Was war die Folge? Der hat mich natürlich ein paar Mal durch die Prüfung fallen lassen und da gab es die Retourkutsche. Jetzt, wie Sie wissen oder vielleicht ahnen, bin ich sehr gegen das Impfen. Und das hat die KV auf die Palme gebracht, also die Kassenärztliche Vereinigung, und die hat dann gemeint, dass man mir die Zulassung entziehen sollte. Und da gab es Trouble ohne Ende. Und da ich aber 38 Jahre schon in der Praxis mit Liebe tätig bin, habe ich, ohne dass ich das organisiert habe, haben die Patienten eine leichte Revolution gemacht und vor der KV demonstriert. Und dann hat die KV sich genötigt, sich selbst zu schämen, was sie da vollbracht haben. Die Realität in diesem Leben ist einfach schlichtweg eine Katastrophe. Die Menschen kommen auf die Welt mit hohen Idealen, mit Vorhaben, die Welt zu verbessern. Dann werden wir manipuliert, verblödet, verdummt. Und nicht nur die Menschen als Ganzes, sondern auch wir Ärzte. Wir sind so ausgebildet, die Krankheit hat die Laborwerte, die Therapie ist der pure Witz. Es gibt nicht die Krankheit. Es gibt Reaktionsformen. Der Mensch kann über die Haut, über die Schleimhaut, über das Bindegewebe reagieren, aber es gibt niemals das Asthma und das Rheuma und die Neurodermitis, bla bla bla. Und so sind wir ausgebildet. Die Krankheit hat die Laborwerte, die Therapie ist schlichtweg der pure Witz. Wenn irgendjemand über irgendein Symptom reagiert, ist eine Botschaft von ihm selbst, an sich selbst, mit sich besser umzugehen. Und das ist die Chance, einfach wieder gesund zu werden. Und wenn ein Arzt Hautreaktion mit Cortison unterdrückt zum Asthma und das Asthma unterdrückt zum Rheuma, ist das natürlich traurig und beschämend. Wenn die Ärzte ein Gerät um den Hals hängen haben, was man Stethoskop nennt, zeigt das eigentlich, wie seltsam wir die Realität betrachten. Mit einem Scope, Mikroskop sehen wir was und der Arzt nennt das Gerät, was er, mit dem er was hört, Stethoskop und weiß gar nicht, dass es der pure Witz ist. Dürfte bestenfalls Stethophon heißen. Ich sage das, dass es symbolisch dafür ist, wie schlecht und undurchdacht wir Menschen, auch wir Ärzte, leben. Und dann wird ja behauptet, was wir gerade in der momentanen Zeit erleben, dass etwas ansteckend ist und dass es böse Krankheitsreger gibt. Ich sehe das genau umgekehrt. Wir leben in einer Symbiose mit Viren, Bakterien und Pilze und auch die bösen Umweltschädlinge und die Unkräuter gibt es gar nicht. Es gibt keine Unkräuter. Nur der Mensch maßt sich an, irgendwelche Dinge, die ihm nicht passen, als seine Feinde zu sehen. Ich denke umgekehrt, wenn der Mensch Probleme hat, ist es eine Botschaft von ihm selbst, an sich mit sich besser umzugehen. Gerade gestern bekam ich wieder einen Anruf von einer Frau, die eigentlich Seminare und Fortbildung organisiert, also von der ich dachte, ist unheimlich weit. Und sie hat ganz ängstlich gefragt, ja, was machen wir denn in der Situation? Sollen wir nach Paraguay ausreisen? Was machen wir denn? Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, sie zu beruhigen und ihr zu erklären, das, was uns geschieht, ist was Geniales. Dass wir in diesem Umbruch dieser Gesellschaft teilnehmen können und dass wir das erleben, ist was Obergeniales. Wenn man das Negative sehen wollte, warum Corona läuft, kann man sich vorstellen, ja, vielleicht meint man, dass man China, was so stark wurde, kaputt machen will und irgendwelche Leute da bei China angefangen haben. Oder dass man 5G getestet hat und dann eben die Chinesen reihenweise umgefallen sind. Oder dass der Kapitalist meint, dass man Börsencrash organisieren will. Die Schizophrenie in dieser Welt ist, dass nach an abfallenden Börsenwerten verdient. Das wäre die zweite Möglichkeit und eine wahrscheinlich nicht geringe Möglichkeit ist, dass man den Menschen Angst machen will. Wenn man einen Menschen Angst macht, dann kann man ihn damit beherrschen. Und das ist auch das Thema, warum viele Menschen krank werden, auch in Corona. Nicht der Virus, nicht der Erreger, sondern die Angst macht sie krank. Das weiß jeder. Angst ist die vorweggenommene Prophezeiung vor dem, was man genau erreichen kann. Angst zu haben, Krebs zu bekommen, ist eine schulmedizinische Diagnose, Katzenphobie, genügt Krebs zu bekommen. Angst, krank zu werden, genügt krank zu werden. Und es ist die Tragödie dieser Welt, dass wir erleben, dass man den Menschen Angst macht und damit versucht man, sie zu beherrschen. Und kommen wir zum Wesentlichen. Eigentlich das Positive an der Corona ist ja Rückbesinnung. Religiös werden. Religiös ist nicht, dass man katholisch oder evangelisch oder sonst einer Konfession anhängt. Religiös heißt Rückbesinnung zur Menschlichkeit. Was wir in den letzten Jahrzehnten getan haben, wie wir uns selbst, die Menschen und auch die Natur kaputt gemacht haben, ist ja unglaublich.
wir das ein bisschen beobachtet, was jetzt in den letzten Wochen in der Natur abgelaufen ist, welche saubere Luft wir erleben, welchen sauberen Himmel wir erleben, dass selbst in Venedig plötzlich das Wasser sauber ist, dass in China bessere Luft ist. In so kurzer Zeit hat die Natur, die Mutter Erde, sich aufgerichtet und wieder in einen guten Zustand bringen lassen. Und das ist das Positive, dass wir rückbesinnen auch uns auf uns selbst, dass wir einfach zur Besinnung kommen, dass die Menschen, die nicht arbeiten können, zumindest die Chance haben, wieder denken zu können. Und das ist für mich das Erschütterndste überhaupt, dass Menschen tatsächlich ihre Kinder sich selbst impfen lassen wollen, dass Menschen für 5G sind. Da frage ich mich, was ist los? Warum können die Menschen nicht mehr denken? Lange Zeit habe ich geglaubt, das hat mit Ernährung was zu tun. Die Organe und die Zellen sind ja Zelle für Zelle im Bindegewebe eingebettet. Im Bindegewebe fließt die Lymphe und die meisten Menschen sind im Bindegewebe verstopft und verschlackt allein von der Ernährung her. Und dass das der Grund ist, nicht mehr denken zu können. Aber wahrscheinlich ist es doch hauptsächlich was ganz anderes. Wir haben aus einer göttlichen Schöpfung eine menschliche Erschöpfung gemacht, auch eine Erderschöpfung. Das heißt, wir sind energetisch in ganz, ganz schlechten Zustand gerutscht. Ich habe selbst übrigens mal erlebt, ich habe mal mein Haus renoviert, bis nachts um 2 und ab 6 wieder. Nach 2 Wochen war ich total blockiert, habe überlegt, was wollte ich denn eigentlich? Und da war mir klar, allein die schlechte Energie führt dazu, dass wir gar nicht mehr klar denken können. Und das ist das, was wir, glaube ich, hinter uns haben gemeinsam. Kaufen, kaufen, kaufen. Die Kaufkraft muss erhöht werden, die Wirtschaft muss steigen, wir müssen noch mehr verdienen und noch mehr verdienen. Und für wen? Für den Kapitalist, für die Börse und dass wenige Menschen, die sich an dem Schicksal der Menschen bereichern, dann immer reicher werden, immer reicher werden. Und ich denke, jetzt endlich haben wir die Chance zu begreifen, dass es so nicht weitergeht. Die Möglichkeit der Erde, sich zu regenerieren, war vorgesehen im Juli schon erschöpft. Das heißt, vom Juli an haben wir die Erde systematisch weiter kaputt gemacht. Und so ist in USA, dass die Amerikaner in einem Jahr die Erde fünffach kaputt machen, die sich nie wieder regenerieren können. Und wahrscheinlich ist die Einstellung, ja, wenn die Erde kaputt ist, dann fliegen wir dann auf den Mars und wechseln dann den Planet, ist ja völlig bescheuert. Wenn wir wüssten gemeinsam, dass es keinen Tod gibt, wenn wir wüssten, dass wir in diesem Leben unser nächstes Leben aufbauen, das ist genauso wie ich heute lebe, das werde ich morgens den nächsten Tag erleben. Und so ist doch jetzt, wie ich in diesem Leben lebe, so werde ich auch im nächsten Leben das vorfinden, was ich im letzten Leben aufgebaut habe, für mich selbst und auch für die Erde. Mit meiner jetzigen Frau, die hellsichtig ist und sehr weit ist, erleben wir gemeinsam, dass wir schon mehrmals uns gefunden haben, mehrmals zusammengelebt haben. Mal war ich eine alte Frau in der Wüste und sie war Soldat, da habe ich ihm das Leben gerettet. Mal war ich Penner und sie weiß sogar schon, was ich im nächsten Leben bin. Das ist ganz interessant. Ich bin ganz wild drauf, die furchtbaren Diskussionsrunden von Politikern zu erleben. Ist ja eklig, unter der Gürtellinie, Parteienzwänge und jeder meint, der Bessere zu sein und jeder meint, mit seinen Äußerungen wieder gewählt werden zu wollen. Ist ja wirklich, wirklich, wirklich eklig. Aber ich bin ganz wild drauf, das zu verfolgen. Warum? Weil ich einfach trainiere, jetzt schon für das nächste Leben trainiere. Kann man denn ein Problem, was existiert, nicht sachlich, menschlich und vernünftig regeln? Und als mir meine Frau gesagt hat, ja, dass ich im nächsten Leben eine Politikerin bin, ich denke nicht eine solche, wie wir sie jetzt kennen, und dann weiß ich, warum ich mich jetzt schon damit beschäftige. Also als Beispiel zurück zu uns selbst. Wenn wir Menschen wüssten, dass es keinen Tod gibt, dass wir jetzt die Verantwortung für die Erde, für die Tiere, für die Flora, dass wir also die Verantwortung für die Schöpfung haben, dann würden wir uns wahrscheinlich ganz anders benehmen. Und Indianer haben die kluge Weisheit, wenn sie irgendwelche Entscheidungen treffen, die treffen Entscheidungen, dass für die in der 7. Generation noch positiv ist. Also, das ist der Sinn des Lebens. Und ich denke, wir haben die Chance, jetzt gemeinsam die Erde zu heilen und nicht wieder zurückzufallen in das Chaos. Was wir jetzt erleben, ist der pure Witz. Da werden Zahlen veröffentlicht, wie viele Menschen an Corona gestorben sind, wie viele gerade infiziert sind. Kein Mensch auf der Welt kennt diese Zahlen. Wer weiß schon, wer an Corona gerade erkrankt ist, wer einfach meine ich nur Schnupfen durchmacht und Infekt. Also diese Zahlen und diese Informationen, die in den Medien ständig laufen, sind aus meiner Sicht nicht nur witzig, sondern völlig unsachlich und auch unwissenschaftlich.
Und wenn dann jetzt gejammert wird, dass man keine Schutzkleidung hat und keinen Mundschutz, ist das aus meiner Sicht genauso witzig, weil die Eintrittspforte, wenn man Mundschutz hat, ja nach wie vor über die Augen und die Schleimhäute sind. Und das Ganze zeigt ja, dass wir meinen, wir müssen uns gegen irgendwelche bösen Erreger schützen. Wann wollen wir Menschen begreifen, dass nicht die bösen Erreger, die Mikroben das Problem sind, sondern wir sind das Problem, ausschließlich wir, dass wir mit uns nicht gut umgehen und dass wir in einem so schlechten Zustand sind, dass wir ganz normale Dinge und Viren, Bakterien, Pilze sind Mikroben, die ihre Existenzberechtigung haben, wie alle anderen Dinge, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie auch die manchen Unkräuter, alles hat seine Berechtigung. Es sind nicht die Mikroben, es sind nicht die Mikroorganismen, es ist der Zustand, es ist das Milieu, in dem die Menschen sind. Und nochmal, wir haben ja erlebt in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wie die Menschen gegen sich leben. In der Praxis, wenn ich frage, Kinder frage, warum wir glücklich sein müssten, niemand, auch die Eltern der Kinder, niemand hat nur eine Idee, warum wir glücklich sein müssten. Ich glaube es einfach nicht. Ich bin aus der DDR geflüchtet, war felsenfest überzeugt, dass hier alle Menschen unendlich glücklich sind, nur weil sie frei sind. Habe ich wahrscheinlich sehr getäuscht. Wahrscheinlich ist das auch so, dass die Menschen eben sich selbst unfrei machen und merken, dass sie unfrei sind. Ich denke, wir alle sollten morgens, wenn wir aufstehen, überlegen, wie unglaublich glücklich wir sein dürfen. Frieden, Freiheit, essen können, trinken können, ein Bett haben, Kleidung haben. Allein was unser Körper leistet, ist ja unglaublich. Das Herz schuftet ohne eine Sekunde Pause mit einem riesen Kraftaufwand ein Leben lang. Die Leber ist nur mit Entgiften beschäftigt. Der arme Darm mit Kacke. Und das arme Toilettenpapier ist die Krönung, wie schon weg. Also eine kleine Mühe, morgens aufstehen, überlegen, wie unglaublich gut es geht. Ich überlege manchmal, es wäre Krieg plötzlich. Alles zerstört. Nichts zu essen haben, nichts zu trinken, kein Zuhause mehr. Wie viele Menschen auf der Welt haben dieses unendliche Leid und wir kapieren nicht, wie gut es uns geht. Und allein darüber nachdenken, wie gut es mir geht, bringe ich mich in Harmonie, mache ich mich gesund, glücklich. Und da können auch Erreger kommen, so viel sie wollen. Das würde mir überhaupt nichts ausmachen. Und wer ist das beste Beispiel dafür, dass nichts krank machen kann? Wir Ärzte selbst, die behaupten, dass Krankheitsträger krank machen. Wir Ärzte selbst beweisen, dass es nicht stimmen kann. Wir Ärzte haben rund um die Uhr nur mit kranken Menschen zu tun, sind trotzdem nicht krank. Ja, wie denn? Warum denken wir nicht über solche klaren Dinge nach? Ich kann Sie nur auffordern, glauben Sie keine Experten, glauben Sie, beobachten Sie die Natur und beobachten Sie das Leben. Das Leben, sagt Weid. Wir Experten, wir Ärzte behaupten, man muss Fleisch essen und stark sein. Wenn Sie das Leben beobachten, sehen Sie, Elefant fährt ganz schön stark, obwohl Sie Vegetarier sind. Wir Ärzte behaupten, wir müssen Milch trinken wegen Kalzium. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich ein Kalb bin oder dass meine Mutter eine Kuh ist. Also Milch ist eine Katastrophe für uns Menschen, Kuhmilch. Milch ist Muttermilch, solange ich Säugling bin und gestillt werde, dann ist das Thema Milch für immer erledigt. Aus dem Darm entsteht der ganze Mensch, aus dem Darm. Wenn ich den Darm belaste, mache ich sofort den ganzen Mensch krank. Und wir alle haben um den Darm ein riesen Lymphsystem, also ganz viel Lymphbahnen, Lymphknoten, also ein riesen Immunsystem, ein Abwehr-, ein Schutzsystem, uns vor fremden Eiweiß zu schützen. Nicht mal das Eiweiß, das Blut unserer eigenen Eltern, wenn sie uns Blut spenden, könnte sein, dass wir das vertragen. Das könnte bei uns Schock auslösen. Also, Milch ist eine Katastrophe. Oder die Krönung ist, Pollen machen Heuschnupfen. Erzählen Experten, erzählen Ärzte. Fast alle Ärzte sind dieser Meinung, dass die bösen Pollen Heuschnupfen machen. Ich glaube es nicht und ich weiß, dass es Unsinn ist. Die Natur soll krank machen. Ohne Pollen gäbe es kein Obst, kein Gemüse. Ich selbst habe auch mal Heuschnupfen gehabt, da war ich 2 Jahre Chef, habe 2 Jahre fast nicht geschlafen. Das war ich, da ich die Nase voll las, total verschleimt war, dass meine Niere völlig am Ende war, weil ich eben kaum noch geschlafen habe. Und die Niere ist ein Organ, was ganz entscheidend mit unserer Lebensqualität, mit unserer Energie zusammenhängt. Das weiß jeder. Wenn ich gut drauf bin, toleriere ich alles, vielleicht auch die Schwiegermutter. Wenn ich am Ende bin, stört mich die Fliegenlawanen. Das hat mit der Niere zu tun. Also niemals machen Pollen Heuschnupfen, niemals. Und die Leute werden so manipuliert, dass sie wissen, oh, voriges Jahr hatte ich im März, am 3. März, 10.20 Uhr Heuschnupfen und dann ist dieser 3. März im neuen Jahr wieder da, oh, ist schon 10 Uhr, oh, in 20 Minuten habe ich meinen Heuschnupfen. Wie kann man denn als Arzt sich die Frechheit erlauben, die Menschen so zu manipulieren und so zu verdummen? Ich denke, das sollte endlich aufhören. Die Emotionen haben mit Organen was zu tun und es ist ja interessant, warum jetzt Menschen angeblich durch Corona an der Lungenentzündung sterben.
Die Organe haben mit Emotionen zu tun. Angst belastet die Niere, Sorgen belastet den Magen und Traurigkeit belastet die Lunge. Also wenn Menschen an der Lungenentzündung sterben, wird ja behauptet, das sind die bösen Erreger. Nein, sie sterben an der Traurigkeit. Und der Witz einer Sache ist, wir alle haben ja mehr oder weniger an diesem katastrophalen Leben teilgenommen, dass wir eben die Natur kaputt machen, um Geld zu verdienen, um die Wirtschaft zu steigern, um die Kaufkraft zu erhöhen, noch mehr kaufen, kaufen. Aber unser Unbewusstsein weiß das. Die Seele leidet, die Seele ist traurig. Bei jedem Menschen ist die Seele traurig, was wir eigentlich mit uns selbst und mit der Natur treiben. Und deshalb ist das Sterben auch an der Lungenentzündung. Also wir sterben nicht an irgendwelchen Organproblemen, nicht die Materie beeinflusst den Geist, sondern der Geist beeinflusst die Materie. Aber über dem Körperlichen ist immer das Seelisch-Geistige. Wir kommen nachher nochmal drauf, wie Sie Ihre Stärke, Ihr Immunsystem deutlich stärken können. Ich möchte bei der Gelegenheit nochmal daran erinnern, es laufen mir ganz viele Informationen in jede Richtung. Also die Medien tragen mächtig dazu bei, dass die Menschen noch mehr Angst bekommen, noch kränker werden. Es ist schlichtweg nicht nur eine Sauerei, es ist schlichtweg ein Verbrechen. Ich habe mal vor 2 Tagen abends 2 Stunden lang die Medien mal laufen lassen, parallel. Ich habe natürlich keine Zeit und auch keinen Willen, das direkt anzuhören. Nach 2 Stunden hat meine Seele, ohoho, ich, der ganz stark ist, der weiß, glaubt zu wissen, was wirklich läuft. Ich, meine Seele, war dann leicht irritiert, nachdem ich 2 Stunden diese Bösartigkeiten über mich ergehen lassen habe. Also ich kann nur dringend empfehlen, denkst du positiv, beschäftigen sich mit positiven Dingen und es gibt 1000 Möglichkeiten. Die Hälfte dieses Lebens ist mindestens die Hälfte ist schön. Sind Sie glücklich, genießen Sie das, die Tatsache, dass Sie jetzt, viele von Ihnen zumindest, zu Hause sind, Zeit für die Familie, für die Kinder haben und sich verwirklichen. Wenn ich so höre, dass durch die Tatsache, dass die Menschen nicht mehr arbeiten und zu Hause sind, dass da Eheprobleme gibt oder größere gewalttätige Dinge sogar oder dass die Eltern mit den Kindern nicht klarkommen, dann kann ich nur sagen, oh Gott, was ist mit uns Menschen geschehen? Das Schönste des Lebens ist, dass wir Kinder haben, dass wir eine Partnerschaft pflegen können, dass wir in einer Familie leben können. Und die Familie ist die Grundlage einer gesunden Gesellschaft. Und ich möchte Sie sehr, sehr bitten, wieder zur Besinnung zu kommen und das Glück zu genießen. Das Glück ist nicht von materiellen Dingen abhängig. Das Glück ist, wenn Sie sich selbst finden und haben, verwirklichen. Das Glück ist, wenn Sie eine gute Partnerschaft führen. Und das Glück ist, Kinder zu haben, dazu beizutragen, dass die Kinder, die unsere Zukunft sind, in einer glücklichen und zufriedenen und fortschrittlichen Familie leben dürfen. Am Rande will ich nochmal daran erinnern, es gibt ja ganz viele Fake News und wo auch Leute, die meinen, esoterisch zu sein und alles schon wissen und da sind jetzt gerade ganz viele Raumschiffe gekommen und gestartet und was weiß ich, was auch immer, ich selbst weiß das nicht, aber es gibt ganz viele Menschen, die im Positiven wie auch im Negativen solche Nachrichten verbreiten, die aber auch oft dazu beitragen, dass Ängste entstehen. Also ich möchte Sie bitten, da auf sich selbst zu hören und überlegen, kann das wirklich wahr sein? So. Und ich denke, dass vielleicht auch die Menschen, die an der Macht kleben und die Macht erhalten wollen, dann auch bewusst solche Fake News streuen, dann wieder behaupten, naja, die Leute machen da so Verschwörungstheorien. Also wenn Sie nicht genau wissen, was wahr ist, habe ich einen tollen Trick. Sie selbst wissen alles. Sie haben in jedem Blutstropfen die Information von allen Universums, kaum zu glauben, aber es ist so. Wenn man so einen USB-Stick sieht, denkt man, boah, was man da speichern kann. Lächerlich. In sich ist komplett in jedem Blutstropfen die Information von allem. Wenn Sie unsicher sind, ehe Sie sich Angst machen lassen oder verunsichern lassen oder damit blockieren, nutzen Sie die Kinesiologie, den Armtest, und können dann sich selbst fragen in allen Bereichen der Unsicherheiten, was wirklich wahr ist, was nicht. Sie selbst tragen in sich die Wahrheit. Und langfristig kann ich nur empfehlen, ja, in jedem Mensch haben wir die Fähigkeiten der Hellsichtigkeit und der Hellhörigkeit. Wir sollten sie wieder reaktivieren. Noch eins zu dem Thema Epidemie oder Pandemie. Früher haben ja die Massenprobleme, ob es nun, was auch immer, welche Krankheiten gewesen sind, die Menschheit hingerafft hat. Früher waren das eben oft hygienische Dinge, die dazu beigetragen haben. Und glücklicherweise
ist ja die Lebenserwartung auch von uns zivilisierten Menschen trotz der Schufterei, trotz Kapitalismus, durch die besseren hygienischen Bedingungen größer worden. Aber die Epidemien und Pandemien stehen eben jetzt vordergründig, zumindest in unseren Bereichen, nicht mehr durch hygienische Probleme, sondern dass wir eben mit uns nicht gut umgehen, dass wir eben uns kräftemäßig, energetisch, seelisch, geistig zerstören, dass wir nur noch schuften für irgendwelche komischen Ziele und dass wir damit selbst und kaputt gehen, auch die Natur kaputt machen. Also es ist dringend ein Rückbesinnen erforderlich. Während sie religiös, Religio heißt Rückbesinnung, das ist die einzige Religion, die sinnvoll ist. Eine Handvoll Menschen stört ja den Krieg der Geschlechter, den Krieg der Generationen und den Krieg der Religionen. Und ich denke und bitte Sie, dass Sie sich daran nicht beteiligen. Wieso kann es auf dieser Welt verschiedene Religionen geben, die vielleicht noch im Namen ihrer Religion Krieg machen? Das darf ja nicht wahr sein. Was lernen wir aus dieser Situation, in der wir gerade sind? Es darf ja nicht wohl sein, dass Kapitalisten meinen, mit einer sogenannten freien Marktwirtschaft kann man die Welt verbessern. Das ist der Weisheit letzter Schluss. Wenn mit Kapitalismus geschimpft wird auf den Sozialismus oder Kommunismus, dann ist das natürlich leicht witzig. Dass die Realität in der DDR und wo auch immer, wo man sich bemüht hat, um eine solche Gesellschaftsordnung aufzubauen, dass die Realität eine Katastrophe war, brauchen wir nicht zu sagen. Aber die Theorie zumindest, dass wir wirkliche soziale Dinge einführen, dass wir wirklich mit einer Kommune in einer liebevollen Gemeinsamkeit des Für- und Miteinanders leben, das ist ja wohl eindeutig sinnvoll. Und dass kein Mensch, jeder hat das Recht, im Wohlstand zu leben, dass kein Mensch mehr hat als der andere, dass wir alle gemeinsam uns für sowas einsetzen. Wenn ich mit meinen eigenen Brüdern über sowas rede, dass es kein Geld geben sollte und jeder bekommt das, was er braucht und jeder macht das, was er kann, selbst meine eigenen Brüder, die ja eigentlich liebenswerte Menschen sind und auch gute Ausbildung haben, naja, da holt er eine 3-Fernseher und so. Und diese Antwort zeigt mir einfach, wir müssen uns gemeinsam bemühen um ein besseres Bewusstsein. Und wenn man buddhistisch denkt zum Beispiel, da weiß man, man kann alles Gold der Welt haben, alles, alle Reichtümer der Welt haben, das alles macht nicht wirklich glücklich. Glücklich wird man, wenn man dazu beiträgt, dass anderen Menschen, anderen gut geht. Wenn ich in der Praxis Kinder frage, was er heute so Schönes macht, ja, die überlegen so lange, ja, ich gehe einkaufen, gehe zum Geburtstag so, und da sage ich, nein, Staubsaugen, Geschirrspül, Müll raustragen, und die Mütter sind ganz glücklich, ja, prima, prima, prima. Das meine ich ganz, ganz ernst. Wir sollten lernen, wir werden niemals glücklich, niemals, wenn ich alles Reichtum der Erde habe. Glücklich wird man nur, wenn man dazu beiträgt, dass es anderen, wem auch immer, der Familie, dem Partner, den Kindern, den Eltern, der Welt gut geht. Und stellen Sie sich mal vor, jeder Mensch hätte das verinnerlicht. Und jeder Mensch würde sich damit beschäftigen, sich zu bemühen, dass es anderen gut geht. Wir könnten über Nacht, von einer Sekunde zur anderen, eine bessere Welt haben. Und ich bitte Sie, vielleicht darüber nachzudenken. Und so schwer ist es ja wirklich nicht, sich selbst glücklich zu machen. Okay, ich möchte noch ein paar Dinge sagen, die mir am Herzen liegen. Das Thema Impfen ist ein großes Thema. Ich bekomme jeden Tag hunderte Mails und ganz viele Briefe, weil die Menschen berechtigt Angst haben, dass ihre Kinder geimpft werden. Und wenn der Gesundheitsminister, zu dem ich eine bestimmte Meinung habe, aber ich halte mich jetzt ein bisschen zurück, meint und auch Ärzte meinen, Impfen ist toll, dann ist das schlichtweg eine Katastrophe. Jede Impfung ist immer eine Belastung. Immer. Ich kann es jetzt nicht zeigen. Man könnte denken, meine Arme sind so lang. Nein, mein Oberkörper ist so kurz. Ich bin in der DDR durchgeimpft worden. Wenn man mich parallel ungeimpft erleben könnte, wäre ich ein ganz anderer Mensch. Und wird behauptet, dass Kinderkrankheiten was ganz Schlimmes sind. Kinderkrankheiten sind wie jede Krankheit, wie fast jede Krankheit, ein Heilungsprozess. Und die Kinder, die sich bemühen, über eine Kinderkrankheit gesünder zu werden, die entscheiden sich selbst dafür. Meine Kinder haben konkret alle Kinderkrankheiten gehabt. Bei Windpocken sahen sie ganz lustig aus, weil sie eine einzige Windpocke waren. Da war kaum noch gesunde Haut zu sehen. Wir haben natürlich das schön fotografiert, weil das haben dann auch zur Hochzeit das dann präsentiert. Bei Mumps war natürlich eine entsprechende Riesenschwellung. Da war gerade im Urlaub, was hat denn der Kleine so? Und bei Masern war natürlich ein paar Tage Fieber. Aber jedes Mal, nach jeder Bewältigung der Kinderkrankheit, war ein riesen
seelisch-geistig-körperlicher sozialer Entwicklungssprung zu sehen. Und wenn man meint, dass man Kinderkrankheiten unterdrücken müsste, dass man masern, ausrotten müsste, ist das eine Oberkatastrophe, weil man dann den Kindern, den Menschen, den Seelen die Möglichkeit der Reifung, der Entwicklung nimmt. Und man erreicht da, wie wir wissen, dass das Problem verschoben wird. Die Kinder haben immer mehr Probleme, Konzentrationsstörungen, Lernstörungen, Zivilisationskrankheiten und Probleme. Dass die Eltern, die ihre Kinder beobachten, wissen, dass bei jedem Kind, das geimpft wurde, immer ein mächtiger Schaden entstand. Und ich bekomme ja Mails voller Panik, das muss man mir mal vorstellen. Die Eltern haben ein Kind, hat sich normal entwickelt, wurde geimpft, schwerste Entwicklungsschäden. Jetzt haben sie ein jüngeres Kind, jetzt leben sie in der panischen Angst, dass auch dieses Kind durch Impfung genauso geschädigt ist wie das größere Kind. Könnt ihr euch vorstellen, was die Eltern erleiden und erdulden müssen. Wenn man meint, man könnte masern, man müsste masern ausrotten, das wäre genauso, ist genauso aus meiner Sicht genauso blöd. Ich sage das ganz krass, das meine ich auch so, als wenn man meint, man müsste die Haut abschaffen, damit man keine Hautreaktion mehr bekommt. Jede Hautreaktion, wenn es nicht mechanisch von außen ist, ist, dass der Körper über der Haut sich heilt. Ob ich das eine Schuppenflechte oder Neurodermitis oder Ekzem oder was auch immer nenne, ist völlig wurscht. Es ist keine Krankheit, es ist eine Heilung. Der Körper nimmt sich die Haut zum Giften. Und so ist die Vorstellung, dass man Masern ausrotten könnte, ist nicht zu glauben. Und wenn man dann mit diesen Impfstoffen, die unglaublich viele negative Dinge enthalten, formaldehyd, Hüttenquecksilber und viele andere Dinge, meint, mit diesen Impfstoffen heilen zu können, ist das aus meiner Sicht ganz, ganz schlimm. Also die Eltern, die ihre Kinder nicht impfen wollen, die wissen, warum sie das wollen und haben auch ein Recht darauf, unterstützt zu werden. Und auch da können Sie sich, wenn Sie Fragen haben über Kinesiologie, Ihre Fragen selbst beantworten, was richtig ist und was nicht richtig ist. Ich persönlich habe nie Tetanus gesehen, nie. War 10 Jahre Unikliniken, war 2 Jahre Chefarzt, bin jetzt 38 Jahre in eigener Praxis. Ich habe Tetanus nie gesehen, kenne ich nur theoretisch. Ich habe Kinderlähmung einmal gesehen bei einer Frau, eindeutig durch die Impfung. Also könnte ich vorstellen, wie schlimm diese Krankheiten sind. Jetzt etwas zum 5G oder G5. Der Wahnwitz auf dieser Welt ist so, dass man meint, dass man die Kommunikation so intensivieren muss, dass innerhalb von Bruchteilen von Sekunden die ganze Welt miteinander verbunden ist. Für welchen Preis? Erstens will man natürlich damit die Erde noch schneller kaputt machen. Also die Kaufkraft, die Wirtschaft muss noch schneller steigen, auf Kosten der Erde natürlich. Und das sind Mikrowellen. Jeder kennt, wenn er zu Hause einen Mikrowellenherd hat und dann die Lebensmittel damit warm machen will, dass die Lebensmittel dadurch kaputt gehen, zerstört werden. Und 5G wäre, dass wir dem gar nicht mehr ausweichen können, dass also alle 100 Meter Antennen sind und dass wir in diesen Mikrowellen dann drin sind. Wenn der Mensch meint, sich abschaffen zu müssen, dann soll er das tun. Aber er hat kein Recht, die Tiere, die Pflanzen und die Natur zu zerstören. Übrigens am Rande, man hat ja jetzt 5G-Versuche gemacht. Gott sei Dank sind sie bisher erstmal gescheitert, dass man das, was man da an Wahnwitz machen wollte, bisher zumindest nicht geklappt hat. Wir haben in Steinheim ganz viel versucht, diesen Ort mal erstmal vor 5G zu schützen. Wir haben in jedem Briefkasten sind etliche, was weiß ich, 17.000 Einwohner, zweimal Informationen gesteckt. Ich habe alle Ärzte angeschrieben, ich habe alle Unternehmen angeschrieben mit ganz viel Informationen. Wir haben die Gemeinderäte informiert, wir haben Bürgermeister, wir haben die Ärzte informiert. Wir haben die Kirchen. Die Kirchen haben eigentlich die Aufgabe, die Schöpfung zu wahren. Da gibt es eine Umweltabteilung in der evangelischen Kirche, habe mehrmals Briefe geschrieben. Keine Reaktion von niemand, bis auf eine Person. War ja immerhin was. Aber die eine Person hat mich angeschrieben, bitte, bitte sag dem Bürgermeister nicht, dass wir Kontakt haben. Das war die einzige Reaktion. Toll. Und da frage ich mich nochmal, warum können wir Menschen nicht mehr denken? Das ist der Erschöpfungszustand, dass wir einfach nur noch mit Kampf und Krampf, mit Angst und Stress und negativen Emotionen und nicht mit der Schönheit des Lebens, mit der Schönheit der Welt beschäftigt sind. Das ist immer beim Thema Freiheit.
Niemand kann ihnen ihre Freiheit nehmen. Nachdem ich nun auch mehrfach von der Ärztekammer und von der KV vorgestellt worden bin, weil ich eben so komische Dinge tue und weil auf der Homepage so komische Dinge stehen, trotzdem fühle ich mich frei. Ich entscheide mich frei, Dinge zu tun, für die ich mich verpflichtet fühle und weiß natürlich dann auch, dass entsprechende Konsequenzen zu erwarten sind. Die erste Bestellung beim Ärztekammer war ganz witzig. Da hat man sich mokiert, dass ich auf meiner Homepage Angaben schreibe, wo die Interessierten gute Bücher finden, um gesund zu werden, wo sie Lebensmittelgeschäfte finden, wo sie wirklich Lebensmittel kaufen können. Und das fand man nicht gut, weil das als Werbung gelte. Habe ich dann auf meiner Homepage geschrieben, ja, ich sehe das nicht als Werbung, der Ärztekammer will das nicht, aber lasse es stehen, weil ich das nicht als Werbung sehe. Der nächste Einberufen bei der Ärztekammer war, da war wie ein Konzil, da waren fünf Ärzte und ein Rechtsanwalt, ne, zwei Rechtsanwälte sogar, und die dann auch meinten, das, was ich so treibe, sei nicht so toll. Ging wieder um die Homepage und so. Aber da sie im Endeffekt nichts kritisieren konnten, da haben sie dann eben eine Verwarnung ausgesprochen und ich musste die Kosten des Verfahrens tragen. Verwarnung war eben, weil ich auf sie nicht gehört habe mit der Empfehlung von Büchern und Lebensmittelgeschäften. Da war ich sehr gespannt, welche Kosten dann auf mich zukamen. Es waren, wie gesagt, 8 oder 9 Leute und die hatten alles so dicke Ordner, meine Homepage kopiert und was so von mir bösen Dingen gefunden haben. Da kam eine Rechnung, ich weiß nicht mehr genau, also so um die, also jedenfalls deutlich unter 400 Euro. 9 Leute, die mit Sicherheit stundenlang beschäftigt waren mit dem bösen Scheel, waren sich dann nur 400 Euro wert. Also kann man sich vorstellen, wie wertvoll das Ganze. Na gut. Also ich rede deshalb so viel über diese Details, weil ich denke, Freiheit ist ein gutes Gut. Und wenn Sie sich Ihre Freiheit nehmen, sich zu verwirklichen, das ist das die Aufgabe in Ihrem Leben, dass Sie dann eben natürlich mit Konsequenzen rechnen dürfen. Das heißt aber nicht, dass Sie sich unfrei fühlen. Sie haben das Recht und Sie haben, wenn Sie so wollen, sogar die Pflicht, Ihre Freiheit zu verwirklichen. Und das Drama ist ja jetzt, dass die Menschen wieder so massiv manipuliert werden, auch mit ihren Ängsten, dass sie wahrscheinlich dann ihr letztes Hemd hingeben würden. Bitte, bitte impf mich gegen Corona. Also diese Befürchtung steht ja in einem Raum. Also ist zu befürchten, dass eine Impfpflicht gegen Corona kommt. Und dass es aber immer noch kluge Menschen gibt, die das nicht wollen, könnte ja sein, dass dann irgendein netter Mensch, der sich Gesundheitsminister nennt, dann eine Zwangsimpfung anordnet. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie ich dann reagieren werde. Dass man hier die Grenze natürlich mehrfach überschritten ist und dass man dann natürlich das nicht hinnehmen wird. Und da bin ich nicht der Einzige, da wird es sehr, sehr viele Menschen geben. Und viele meinen, wir müssen es mehr vernetzen. Wir brauchen es gar nicht vernetzen. Allein unsere Gedanken reichen. Auch wenn wir viele, die sehr bewusst leben, die sehr für eine bessere Welt sich einsetzen, mit vieler Hingabe und viel Aufwand, auch wenn wir viele diese gar nicht kennen. Allein unser Geist, unsere Gedanken reichen, dass wir eine bessere Welt schaffen und dass wir diesen Wahnwitz und diese Bösartigkeit abwenden können. Nochmal, nicht die Materie beeinflusst den Geist, sondern unser Geist beeinflusst die Materie. Wenn ich glücklich bin, ist mein Mund so, wenn ich traurig bin, mein Mund so. Also wir beeinflussen nicht nur unsere körperliche Materie, sondern auch die Welt. Und da gibt es ganz tolle Leute. Einstein kennt ja jeder. Und er sagt ganz einfach, wenn wir eine Qualität erreichen wollen, müssen wir uns nur unsere Resonanz, also die Resonanz in uns, dieser Qualität anpassen und schon sehen wir diese Qualität. Also nochmal, wir müssen nur uns vorstellen, was wir eigentlich wollen und diese Schwingung, diese Resonanz in uns aufbauen und schon sehen wir diese Qualität. Das sagt, es ist keine Religion, das ist Physik, ganz einfach. Das kennen Sie vielleicht oder schon mal gehört. Es gibt Menschen, die sind querschnittsgelähmt und sitzen im Rollstuhl und laufen weg. Würde fast jeder Arzt sagen, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht schon. Weil wir Menschen so programmiert sind und so manipuliert werden, wenn irgendjemand ein Problem hat, geht man zum Arzt und die Ärzte verteilen dann Asthma, Rheuma, Heuschnupfen, Leukämie, bla bla bla. Die Leute werden abgestempelt und stehen dann jeden Tag auf, ich habe Asthma, mein Asthma darf mir keiner wegnehmen, es gehört mir quasi lebenslänglich. Es ist unglaublich, was da läuft.
Wenn beim Auto eine rote Warnleuchte leuchtet, da warte ich auch nicht, wie lange die leuchtet, dann überlege ich, was steckt dahinter, regle das, dann leuchtet nicht mehr. Wenn irgendjemand irgendein Problem hat, ist eine Botschaft von uns an uns, mit uns besser umzugehen. Wir kommen nachher drauf, es ist ganz einfach, wie man es umgeht. Und so kann man dann auch, wie eben der Querschnittsgelähmte, laufen kann, weil er sich vorstellt, mit seinen geistigen Kräften, ich will laufen können. Und das allein genügt natürlich nicht, weil er sich auch vorstellt, was mache ich dann, wenn ich laufen kann? Nicht sein Ego ausleben, sondern die Welt verbessern, positiv Dinge damit vollbringen. Und drittens, er versetzt sich emotional schon rein, in dieses Riesenglück laufen zu können. So, und so ist das mit der Welt. Wir können uns vorstellen. Ich habe früher gedacht, wir brauchen so ein Drittel der Menschen, die bewusst leben für eine bessere Welt. Nein, irgendwelche Experten, ich glaube, die sagen, 3,5% der Menschen genügen, der bewussten Menschen, sich vorzustellen, wie die Welt sein soll. Und das würde ins Positiv kippen. Na, die werden wir zusammenbringen, oder? Heide Witzka, juhu. Gut, also, das war zur Freiheit, zur Menschlichkeit. Wir erleben ja jetzt wirklich, was Pfleger und Schwestern und Ärzte weltweit leisten, auch in diesem Wahn, auch wenn die Weite, die einem suggeriert wird, nicht stimmt, aber immerhin sich bemühen, unglaublich, was da an Menschlichkeit kommt. Das war ja immer schon so, wenn die Menschheit als Ganzes größere Probleme hatte, dass man dann zusammengerückt ist. Jetzt diskutieren Psychologen und Philosophen schon, ja, wie lange wird, wenn 5G vorbei, wenn Corona vorbei ist, wie lange wird die Menschlichkeit anhalten? Und die befürchten, dass sie nicht lange anhält. Und da muss man einfach, wenn man das so hört, sagen, nein, wir widersprechen da. Die Menschen werden diese Menschlichkeit aufrechterhalten und werden dann auch, wenn es ihnen wieder gut geht, diesen Bewusstseinssprung erleben und realisieren und verwirklichen. Da kommt nachher nochmal genau drauf, in welcher tollen Zeit wir leben. Aber zur Menschlichkeit gehört auch Folgendes, dass sie mit sich selbst gut umgehen. Nicht nur anderen helfen, sondern die Welt verändern wir in uns. Wir müssen bei uns anfangen. Gibt es so Menschenverbesserer oder Weltverbesserer, die ziehen durch die Welt und streuen negative Energie. Damit kann man die Welt nicht verbessern. Wir haben das Recht, wenn man so will, sogar die Pflicht, mit uns gut umzugehen. Also, als ich früher gehört habe, muss ich selbst lieben können, dachte ich, sich selbst lieben können. Ja, na klar. Wenn man sich selbst nicht liebt, kann man auch andere nicht lieben. Wir haben das Recht und die Pflicht, mit uns gut umzugehen. Und viele Menschen meinen, sie können rauchen und trinken und Drogen nehmen und fett werden und sich vollfressen und anderen das Essen wegessen, das andere verhungern. Niemand hat das Recht. Niemand hat das Recht, gegenzuleben. Umkehrschluss haben wir das Recht, wenn man so will, sogar die Pflicht, mit sich umgehen. Das ist doch toll. Wenn irgendwelche Leute meinen, uns in irgendwelche negative Dinge reinziehen zu können, kann man sagen, nein, nein, wir haben das Recht, uns zu schützen. Umkehrschluss hat auch niemand das Recht, von ihnen etwas zu erwarten, was ihrer Wahrheit nicht entspricht. Es wird immer so das Spiel damit getrieben, Menschen unsicher zu machen. Niemand kann sie unsicher machen, weil niemand ihre Wahrheit kennt, außer sie selbst natürlich. Und da kann die ganze Welt behaupten, sie müssen das oder das oder das machen. Kann an ihnen abprallen, nur so. Weil nur sie allein wissen, was richtig ist. Wir haben es verlernt, auf uns zu hören. Wir haben es verlernt, auf die innere Stimme zu hören. Und im Chaos, im Stress, in der Unruhe und im Zwang mit negativen Emotionen kann man seine innere Stimme nicht hören. Und das ist das Tolle dieser Zeit. Die Menschen haben die Chance, runterzukommen, zur Ruhe zu kommen, mal wieder auf sich selbst zu hören. Und das kann ich nur dringend empfehlen, ob man nur Meditation machen muss oder irgendwas. Nein, einfach zur Ruhe kommen und auf die innere Stimme hören. Und viele Menschen haben Angst, zur Ruhe zu kommen, weil sie dann sich mal an der Nase zupfen müssten, oho, was habe ich denn so getrieben bisher? Sie brauchen keine Angst davor zu haben. Sie müssen sich auch nicht schämen, was sie bisher gemacht haben. Wir sind alle Menschen und kein Mensch ist perfekt. Jeder hat seine kleinen, großen Fehlerchen und dann ist die Chance, daraus zu lernen. So, jetzt kommen wir zu was ganz Wichtigen. Wir alle haben die Möglichkeit, ein Leben lang gesünder zu werden. Sie werden es nicht glauben, aber das meine ich ernst. Die Schulmedizin oder WHO bezeichnen Gesundheit als völliges seelisches, geistiges, soziales und körperliches Wohlbefinden. Seelisch haben wir die Möglichkeit, alle weiser zu werden. Geistig könnten wir ein Leben lang klüger werden,
Ich möchte nicht mehr 17 sein, auch nicht 20, auch nicht 30. Es ist ein Geschenk, diese geistigen Fähigkeiten zu haben, aber natürlich über das viele Leid, was ich hatte. Ich habe etwa, klingt übertrieben, aber das meine ich ganz ernst, von 71 Jahren zu etwa 60 Jahre Leid. Aber das habe ich mir selbst ausgesucht und ich bin froh drum. Wenn meine Mutter gemeint hätte, sie müsste ihrem Lieblingssohn alles Leid abnehmen, wäre schlecht gewesen. Sie hätte mich behindert und gehindert zu reifen. Also, das, was wir jetzt erleben, ist eine Chance, ein Leben lang zu nutzen werden. Und das, was uns an Problemen auf uns zukommt, wollen wir selbst. Also, wir haben das Recht, mit uns gut umzugehen und das fängt schon beim Tagesablauf an. Ich würde Ihnen empfehlen, morgens aufstehen und nicht im Stress, lieber eine Viertelstunde eher aufstehen und dann überlegen, wow, geht es mir gut. Frieden, Freiheit, essen können, trinken können, Bett haben, Kleidung haben, was mein Körper immer noch leistet. Und ich habe 24 Stunden, das ganze Leben, eine Eintagsfliegezeit, dass es mir besser geht. Und was gestern war, war gestern, heute ist heute. Das Beste aus dem Heute machen und Ziele haben. Und wenn Sie für sich was tun wollen, ich leiste mir den Luxus, 1,5 Stunden für mich jeden Tag zu machen. Jeden Tag 1,5 Stunden, 5 Tibeter, habe so Rollen, Reflexhundtherapie, Kopfstand, Liegestütze, Akupressur. Und wenn Sie was für sich tun wollen, allein wenn Sie die Hände reiben, wird zweimal der ganze Körper positiv beeinflusst. Türken sitzen da und drehen stundenlang Gebetsketten durch die Daumen. Die wissen gar nicht, was sie machen. Sie aktivieren ihre Kopfdurchblutung, ihre Hirnanhangsdrüse und die aktiviert in dem Fall zweifach alle Körperfunktionen. Wenn Sie Ihre Ohrläppchen massieren, wird viermal, einmal, zweimal, dreimal, viermal Ihr Kopf gut durchblutet, das Gehirn, die Hypophysen deaktiviert vierfach alle Körperfunktionen. Wir atmen viel zu oberflächlich. Unsere Lunge ist sehr groß und vor lauter Stress und Anspannung atmen wir ganz oberflächlich. Das bedeutet, die einzelnen Zellen bekommen gar nicht genügend Sauerstoff, den sie brauchen, auch wenn das Herz noch so fleißig pumpt. Das heißt, in den Zellen läuft der Stoffwechsel ohne Sauerstoff, anaerob. Die Zellen, der ganze Körper übersäuert und geht natürlich gar nichts. Vergleichbar wie im Ofen, wo keine Luft ankommt, der rußt, Qualm stinkt. Also die meisten Menschen leben nicht, sie rußen, Qualm stinken vor sich hin. Also bewusst atmen. Können Sie sich vorstellen, dass Sie Kraft, Energie, Gesundheit, Glückseligkeit, alles Positive ein- und Negatives ausatmen. Ja, die meisten Menschen, gerade auch die jungen Leute, haben eine ganz, ganz, ganz schlechte Haltung. Wir haben eine Wirbelsäule. Und ich kann nur dringend empfehlen, dass Sie eben sich von ihrer Säule tragen lassen. Wir haben keine Wirbelkrumme, auch kein Fragezeichen, wir haben eine Säule. Und allein, wenn wir uns aufrichten und die Säule uns trägt, sind wir ringsherum entspannt. Und wenn ich da hänge, bin ich angespannt, die Meridiane der Energiebahnen fließen nicht. Und das Schlimmste ist, wir haben ja unendlich viele Drüsen. Hirnanhangsdrüse, Schilddrüse, Verdauungsdrüsen. Wie soll nur eine Drüse funktionieren, wenn die angespannt sind? Ich bin nur ein halbes Jahrhundert schon in dem Beruf tätig. Mir wird jedes Jahr wichtiger und klarer, wie unheimlich wichtig die gute Haltung ist. Sie können ja das einfach realisieren, wenn Sie hinsetzen, ganz nach hinten rutschen, dann müssen Sie gerade sitzen. Oder auf dem Hocker sich hinsetzen, einfach mal das Riesenglücksgefühl empfinden, in Ihrer Mitte sein. Die meisten Menschen sind gestresst und angespannt, das können sie jederzeit kontrollieren, dass sie über die Rückenmuskulatur fahren. Wenn die Rückenmuskeln hart sind, wissen sie, dass sie angespannt sind, dann können sie natürlich vorstellen, geht auch nichts. Dann ist der Körper, ich habe schon gesagt, Zelle für Zelle im Bindegewebe eingebettet und wir sind im Bindegewebe leider massiv verstopft. Die schwimmen heute zwischen allen Fingern, allen Zehen, sind die Reflexhirnpunkte des Lymphsystems. Bei den meisten Menschen es ist es ein Riesenstau, was bedeutet, dass im Bindegewebe der Abstand zwischen den einzelnen Zellen und Organen verstopft ist, vergleichbar wie auf der Autobahn. Tolles Auto, tolle Autobahn, wenn man Stau steht, geht gar nichts. Da können Sie allein mit Lymphdrainage, das ist so in aller Ruhe, die Schwimmhäute ausmassieren, erreichen, dass Sie Tag für Tag auch im Bindegewebe einen besseren Funktionszustand kommen. Die Ernährung ist natürlich grundlegend wichtig. Die meisten Leute meinen, sie können alles Mögliche essen, gesund sein. Ich kann nur dringendst empfehlen, A, das Richtige zu essen,
kein Weizen, kein Zucker, kein Kaffee, kein Schwarztee, möglichst wenig tierisches Eiweiß. Und genauso wichtig ist das langsame Essen. Man kann schwer krank sein vom falschen Essen, ist ja klar, vom zu schnellen Essen, aber auch nach dem Essen gestresst sein. Die Zähne haben wir zum Kauen, nicht vom Zahnarzt, sondern zum Kauen. Der Speichel zum Vorverdauen. Wenn wir essen, hat die Zunge die Aufgabe, den Verdauungstrakt vorzuprogrammieren, was demnächst kommt. Und drittens, unbedingt nach jedem Essen einfach dieses innerlich entspannen, vorstellen, dass Verdauungssäfte fließen und die Nahrung wirklich gut verwertet wird. Kurzfassung nochmal, gute Haltung, keine Blockade. Allein wenn man die Beine überschlägt, das blockiert 70% der Gesundheit. Und die meisten Leute machen das oder sogar noch größer, dass sie die Beine überschlagen. Warum? Das ist eine Schutzhaltung, das ist Angst, das ist Schutzhaltung, weil ja das Geschäft mit der Angst läuft. Oder auch ein Gefühl, dass man sich irgendwie sicher fühlt. Nochmal, nur allein wenn man die Beine, die Füße unten überschlägt, bedeutet, dass das 70% ihrer Gesundheit blockiert wird, weil die Meridiane, der Energiefluss blockiert wird und die Organe nicht funktionieren können. Also gute Haltung, keine Blockade, keine Anspannung, bewusst atmen, gute Durchblutung, kein Lymphstau, das richtige Essen verwerten, Ziele haben. Es gibt Menschen, die mit 100 noch topfit sind, wenn sie gefragt werden, wie sie es gemacht haben, das Übliche, was sie gerade gesagt haben, und Ziele haben. Wenn ich manchmal Erwachsene frage, was haben sie heute Schönes gemacht oder was machen sie heute Schönes? Ich? Nix? Gut. Aber wenn man nichts macht, sagt das Unbewusstsein, na gut, wenn ich nichts mache, wozu soll ich gesund sein? Also kann ich schön Stunde für Stunde, Tag für Tag kränker werden. Umkehrschluss, wenn ich Ziele habe, schöne Ziele, dann sagt das Unbewusstsein, wow, du musst gesund und gesünder und perfekt sein. Also, Sie sehen, es ist ganz einfach. Sie müssen nicht komplizierte Meditationen machen. Sie müssen nicht irgendwelche Verrenkungen machen. Sie können allein, wenn Sie mit sich gut umgehen, viel erreichen. Wichtig wäre, weil wir oder viele von uns nicht die große Disziplin haben, planen Sie das wie ein Stundenplan. Dass ich vornehme, was weiß ich, 18 Uhr, 19 Uhr, machen Sie das. Und wenn es eine Viertelstunde ist, eine Viertelstunde reicht schon, da können Sie viel machen. Aber ihr müsst es eben planen. Wenn es nicht planen, hat immer zu tun, dann läuft das nicht. Wie gesagt, ich mache es morgens 1,5 Stunden. Was ganz wichtig ist noch, ich habe es vorhin schon gesagt, unsere negativen Emotionen machen die Organe krank. Und sie können mit Akupressur unglaublich viel erreichen. Wenn ich unsicher bin, belaste ich die Blase, dann läuft der ganze Blasenmeridian, fließt nicht. Wenn ich Angst habe, belaste ich die Niere. Wenn ich mir Sorgen mache, belaste ich den Magen. Wenn ich traurig bin, haben wir schon besprochen, die Lunge. Da können Sie als Beispiel mal im Gesicht von einigen Punkten, wenn Sie unsicher sind, das ist Blase unsicher, wo die Augenbrauen anfangen, können Sie so ganz langsam aller Ruhe Akupressur machen. Ich liebe und akzeptiere mich trotz meiner Unsicherheit, welche auch immer. Lass jetzt und sofort für immer die Unsicherheit los, ersetzt durch größte Sicherheit. Was passiert? Die Unsicherheit wird reduziert. Die Blasenfunktion wird besser und der Energiefluss über den ganzen Körper wird aktiviert. Genau Schläfenmitte ist Galle und Frust. Die meisten Menschen sind leider frustriert, obwohl es ihnen eigentlich ja extrem gut geht. Wenn ich frustriert bin, belasse ich die Galle. Wenn ich die Galle belasse, fließt der Gallenmeridian nicht. Der läuft am Außenseite von der vierten Zehe bis hier hoch. Und dann haben dadurch die Leute Kniebeschwerden, Hüftbeschwerden, Schulterbeschwerden, Migräne. Und Deutschland ist Weltmeister im Hüftoperieren. Es wird leider, man geht eben nicht an die Ursache. Klar können der Hüfte strukturelle Veränderungen sein, da muss man überlegen, warum, 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 hinterfragen. Und allein, wenn die Galle belastet wird durch den Frust und der Gallenmeridian die Energie nicht fließt, kann ich dann eben im Verlaufe des Energieflusses dann eben Störungen haben. Da muss man an die Ursachen gehen. Das können Sie als Laie übrigens ganz gut selbst diagnostizieren. Ich bin immer ganz glücklich, wenn Kinder kommen und sagen, ah, ich habe Kniebeschwerden, gell, das ist bestimmt nicht das Knie. Dann zeigen sie mit dem Zeigefinger aufs Knie, wo es weh tut und auch strukturelle Veränderungen sind und sind stark, weil das nicht die Ursache ist, also über Kinesiologie. Und dann sagen sie, ja, es könnte der Magen sein, vorne läuft der Magenmeridian, außen, wie man schon gesagt hat, der Gallenmeridian, die Innenseite Bauchspeicheldrüsenmeridian und über die Kniekehle läuft der Blasenmeridian. Und die kleinen Kinder, die gerade mal den Arm heben können, gucken dann eben, magen es nicht und Galle auch nicht, und machen dann Diagnostik, was wirklich dahinter steckt. Das können Sie selbst alle. Ich will Sie ermuntern. Eigentlich halte ich mich für flüssiger als flüssig, für überflüssig. Sie können über Kinesiologie und mit einer guten Lebensweise ein Leben lang gesünder werden. Wenn Sie dann doch mal Symptome haben, können Sie mit Kinesiologie feststellen, was dahinter steckt, und wir gehen zum Arzt zur Behandlung.
sich selbst behandeln. Meine ich ganz ernst. Immer mehr Menschen sitzen und stehen so da und halten die Hände über die Nieren, über den Rücken und wissen gar nicht, was sie machen. Sie behandeln ihre Nieren. Und das sind deshalb immer mehr Menschen, immer mehr, weil eben das große Geschäft mit der Angst immer intensiver wird. Die Niere hat mit Angst was zu tun. Und solange ich Angst habe, belaste ich die Niere. Und wenn ich die Niere belaste, bin ich in einem ganz schlechten energetischen Zustand und da bin ich ganz schnell in einer Teufelsspirale. Das ist dann noch mehr Angst und noch mehr Nierenbelastung. Da können Sie dann hier, das ist die Nieren, Akupressur machen. Ich liebe und akzeptiere mich trotz meiner Angst, lasse jetzt und sofort für immer jegliche Angst los, ersetze sie durch Urvertrauen. Was passiert? Die Nierenfunktion wird besser, der Nierenmeridian wird aktiviert und die Angst wird reduziert. Ich bitte Sie eindrücklich, darüber nachzudenken, es gibt 0,00 Grund, sich negative Emotionen zu machen. Also Angst zu haben, sich Sorgen zu machen, traurig zu sein. Ich habe das bei mir selbst in meinem Leben erlebt. Ich habe bestimmt 40 Jahre Herzschmerzen gehabt, massive Herzschmerzen. Ich bin nachts munter geworden, mein Herz hat aufgehört zu schlagen vor lauter Leid für die Welt. Habe ich irgendwie versucht, dass es weiterschlägt, nur weil ich gelitten habe. Kinder verhungern und Krieg und Theater, wie die Menschen damit umgehen, schlechte Ehen und schlechte Partnerschaften, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Alles völliger Quatsch. Das, was wir uns in diesem Leben nehmen, ist unser ureigener Plan. Wir entwickeln uns von Leben zu Leben in einer kontinuierlichen, zumindest haben wir die Möglichkeit, Bewusstseinsentwicklung. Wenn ein Kind als Säugling verhungert, ist das von dieser Seele aus dessen Plan. Und ich denke, dass im nächsten Leben diese Seele diesen Weg nicht ein zweites Mal gehen wird. Oder auch wenn Eltern, wo auch immer, zusehen, dass Kinder eben, warum auch immer, wo auch immer, verhungern, das würde wahrscheinlich auch den Eltern in einem nächsten Leben nicht passieren. Wenn Menschen meinen, ja, es gibt einen Tod, es gibt kein nächstes Leben, Reinkarnation, können wir Hans Goethe fragen. Der beschreibt das so wunderschön. Es gibt keinen Anfang, kein Ende, es ist ein ewiger Kreislauf. Ein Tropfen verdunstet, es gibt eine Wolke, es regnet wieder, also quasi ein ewiger Kreislauf. Ich persönlich würde es eher sehen als Spirale, als gleichzeitige Weiterentwicklung. Oder Mozart hat mit 3 Jahren Konzerte gemacht. Es ist ja unmöglich, mit 3 Jahren Konzerte zu machen. Der hat in vielen Leben sich mit Musik beschäftigt und hat dann in diesem Leben mit 3 Jahren schon tolle Dinge vollbracht. Ich habe es schon mal gesagt, ich selbst nicht, aber meine Frau kann sich sehr genau an früher Leben von uns beiden erinnern und weiß sogar schon, was ich im nächsten Leben bin. Und es scheint so zu sein. Abgesehen davon, wenn ich mir das überlegen würde, ich wäre Politikerin, so wie das in diesem Leben abläuft, da würde ich mich ja maßlos schämen. Wir werden eine Weltregierung haben, die eben nicht, dass irgendwelche Menschen bestimmen, was die anderen zu machen haben, sondern es wird eine menschliche, friedvolle und gleichberechtigte Einheit sein. Also wir können es gar nicht vorstellen, aber vielleicht doch, das sind wir nämlich am Abschluss. Vielleicht kennt jemand von Ihnen Lex von Sammerin, das ist ein Sänger aus Holland, der sehr begnadet ist und sehr wahrscheinlich hellsichtig ist und der weiß und beschreibt auch, welche große, tolle, glückliche, friedvolle Zeit vor uns steht. Er beschreibt den Bewusstseinswandel, den wir alle erleben werden, als Beispiel die Entwicklung von einer Raupe, gefräßig, gierig, an der Materie gebunden und behaftet in dem Wandel zu einem Schmetterling, einer Freiheit und Friedlichkeit. Und er beschreibt das auch ganz deutlich, dass die Masse der Menschen oder sehr, sehr viele Angst haben vor der Veränderung, was wir gerade erleben, was da läuft, dass sich Sorgen machen, weil die Menschen, wir sind ja erst am Anfang dieses Übergangs, viele aggressiv werden und sich komisch verhalten und vielleicht noch der Bankencrash kommt, also sehr, sehr viel erstmal als Belastung erscheint. Aber wir alle kennen die Chaostheorie, wir bekommen eine bessere Welt nicht geschenkt. Wie wir unsere Krankheiten und Probleme nehmen, um zu reifen, werden wir eben auch diese tolle Welt, die vor der Haustür steht, die tolle Welt einer Menschlichkeit, des Friedens, der Gerechtigkeit, der Einheit, ohne Geld und Gier, ohne Ego, ohne Angst, ohne Lüge. Wir leben ja momentan in einer verlogenen, angstvollen und gierigen Welt. Diese Welt wird zu Ende sein und wer da mal nachsehen will, auf meiner Homepage ist das ganz gut beschrieben, kann das nachsehen. Also der Lex von Sammerin hat das obergigantisch beschrieben. Es macht unsicher, es macht Ängste, aber ich kann nur dringend empfehlen,
Sie allein wissen in Ihrem Unbewusstsein, dass vor uns eine tolle Zeit steht und es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Sie können sich schützen, Sie können in Ihre gute Energie kommen und sich auf diese Welt freuen. Und je mehr Menschen sich vorstellen, wie diese Welt sein soll, in dieser unglaublichen Friedhaftigkeit und Glückseligkeit und Einheit, umso schneller wird die Welt kommen. Ja, vielleicht noch ganz am Schluss, man kann es vielleicht dann rausschneiden, weiß ich nicht. Es klingt vielleicht ein bisschen ketzerisch. Die Zeit des Kapitalismus, die Zeit, die wir hinter uns haben, hat gezeigt, dass die Menschen sich kaputt gemacht haben, auch wir die Erde kaputt gemacht haben, dass das mit Sicherheit nicht so weitergehen kann. Also summa summarum bleibt eigentlich nur zu wünschen, dass diese Welt so schnell als möglich vollkommen kaputt geht, damit die Grundlage einer neuen Welt geschaffen wird. Das war's.